In einer mehrteiligen YouTube-Kurzfilmreihe stellen wir das Landwirtschaftsunternehmen Ruhr Agrar vor. Teil 4 widmet sich nun dem Standort Velo, dem wir Ende Juni 2020 einen Besuch abgestattet haben. Auf geht's in den Nordwesten Brandenburgs. Velo besteht aus mehreren Siedlungen und liegt im Landkreis Prignitz, rund 100 Kilometer nordwestlich von Berlin. Ruhr Agrar betreibt an diesem Standort eine Biogasanlage und Bullenmast. Beide Betriebsbereiche schauen wir uns später in diesem Film noch genauer an. Wir folgen zunächst der Häckselkolonne des Lohnunternehmens Osters und Voss raus aufs Feld. Die Ganzpflanzensilage aus Roggen und Tritikale stellt neben Mais auf diesem Standort eine wichtige Biomassequelle für die Biogasanlage dar. 200 Hektar werden von eigenen Flächen geerntet und noch einmal so viel abfällt bei benachbarten Landwirten gehäckselt. Das Lohnunternehmen Osters und Voss ist einer der größten und bekanntesten Agrardienstleister in Deutschland. In der gesamten Unternehmensgruppe werden rund 200 Mitarbeiter beschäftigt. Mehr als ein Dutzend Häckselkolonnen und rund 100 Traktoren zählt der Fuhrpark des Lohnunternehmens. Um die 5 Biogasanlagen an allen Ruhr Agrarstandorten zu betreiben, werden pro Jahr rund 200.000 Tonnen nachwachsende Rohstoffe, hauptsächlich Mais und Ganzpflanzensilage, benötigt. Um diese Mengen zu ernten, kommen je nach Standort eigene Maschinen zum Einsatz oder es gibt wie hier in Velo Dienstleistungsverträge mit Lohnunternehmen. Mit dem produzierten Strom versorgt die Ruhr Agrar rund 26.000 Haushalte. Pro Jahr können auf diesem Weg rund 60.000 Tonnen CO2 eingespart werden. Das Team Osters und Voss setzt sich hier zusammen aus 3 Abfuhrtraktoren, dem Klaas Jaguar und 2 Fans auf dem Silo. Einzig dieser 936 Vario aus Velo läuft bei den weiteren Entfernungen in der Erntekette mit. Ruhr Agrar hat den Landwirtschaftsbetrieb in Velo im Jahr 2010 übernommen. Die moderne 2,7 Megawatt Biogasanlage mit den großzügigen Fahrsiloanlagen bestand schon damals. Die übrigen Gebäude und Stallungen waren jedoch in einem schlechten Zustand. Mit diesen Luftaufnahmen dokumentierten die Mitarbeiter damals die ersten Monate der Renovierungsarbeiten. Mit viel Fleiß und Engagement wurden neue Maschinenhallen und ein Bürogebäude errichtet, sowie die Milchviehanlage zu einer modernen Bullenmast umgebaut, die die aktuellen gesetzlichen Tierhaltungsvorgaben mehr als erfüllt. Arnaud kommt aus den Niederlanden und ist für die Rinderhaltung verantwortlich. Er hat zuvor schon auf verschiedenen milchviehhaltenden Betrieben gearbeitet. Wie auch am Standort Dachau wurde bei den Stallrenovierungsarbeiten eine automatische Fütterung installiert. Hier in Velo entschied man sich unter anderem aufgrund der baulichen Gegebenheiten für den Fütterungsroboter von Leli. In der Futterküche wird in der Regel das Futter frisch für jeden Tag zubereitet. Die Siloblöcke werden dabei auf markierten Flächen abgestellt. Wenn es notwendig ist, dann ließe sich für die knapp 590 Mastbullen auch Futter für bis zu 3 Tage in dem Gebäude vorbereiten. Ganz nach den Rezeptvorgaben, die per App oder am PC eingegeben wurden, sammelt der Roboter mit dem Greifarm die Zutaten zusammen und macht sich dann auf den Weg zu den 4 Stallgebäuden. Parallel werden die Restmengen auf dem Futtertisch analysiert. 5-mal am Tag wird das Futter so frisch vorgelegt. Das reduziert Stress bei den Tieren und steigert die Flexibilität der Mitarbeiter.
Mitarbeiter zu halten und neue zu gewinnen, ist hier in der Prignitz, der am dünnsten besiedelten Region Deutschlands, keine so leichte Aufgabe. Ruhr Agrar bewirtschaftet am Standort Velo knapp 1000 Hektar. 100 Hektar davon sind Wiesen für die Futterproduktion. An diesem Tag ist Osters und Voss neben der Erntekolonne auch mit einem Güllefass und Zubringern für den Agrarbetrieb tätig. Die Ausbringung findet mit einem 35 Kubikmeter Tridämpfer des dänischen Herstellers Samson statt. Sämtliche Gärreste aus der Biogasanlage in Velo werden durch den Lohnunternehmer ausgebracht. In Velo ist auch die Ruhr Biogas Service Gesellschaft oder kurz RBS stationiert. Enrico und Waldemar sind bei der RBS als Techniker tätig. Das Serviceangebot richtet sich an Biogasanlagenbetreiber und umfasst unter anderem die technische Wartung und Optimierung von Biogasanlagen und Blockheizkraftwerken. An diesem Tag steht die 2000 Stunden Wartung am Blockheizkraftwerk am Dorfrand von Wutticke an. Luftlinie bis zur Biogasanlage sind es von hier aus etwas mehr als 4 Kilometer. Das dort in den Fermentern erzeugte Methan wird verdichtet und unterirdisch bis hierher zum BHKW gepumpt. Im Gebäude befindet sich hier ein großer 527 kW Gasmotor von Jenbacher, der mit dem Methan angetrieben wird. Der dabei erzeugte Strom wird über einen Trafo ins Netz eingespeist und die Wärme an mehrere Dutzend Haushalte in der Umgebung abgegeben. Ruhr Agrar hat rund um alle Biogasanlagen 20 Motoren in Betrieb. Nachdem Enrico und Waldemar den Motor heruntergefahren haben, liegt bei dieser etwa zweieinhalbstündigen Wartung ein hoher Fokus auf der Kontrolle der Brennräume und der Zündkerzen. Erst nach rund 75.000 Stunden werden die Motoren komplett getauscht und neu aufgearbeitet. Auch diese Tätigkeiten übernimmt die RBS für Ruhr Agrar und für andere Anlagenbetreiber. Zurück zu den Erntearbeiten. Dem Häcksler auf den Fersen sind der Kalkstreuer und die Stoppelbearbeitung. Solch eine Erhaltungskalkung findet etwa alle 4 Jahre auf Basis von Bodenproben statt, um den pH-Wert zu stabilisieren. Rico ist einer von 8 festen Mitarbeitern in Velo. Ein Betriebsleiter koordiniert die Arbeiten am Standort und wird von einer Sekretärin unterstützt. Hinzu kommt ein Schlosser in der Werkstatt, der Kollege in der Bullenmast und 3 Angestellte auf der Biogasanlage. Ackerbaulich betrachtet ist Velo ein sehr anspruchsvoller Standort. Die Böden sind sandig, mit niedrigen Bodenpunkten lediglich zwischen 20 und 35. Hinzu kommen stark schwankende Jahresniederschläge. So regnete es im Jahr 2017 stolze 935 mm, hingegen ein Jahr darauf gerade mal noch halb so viel. Wie diese staubigen Aufnahmen schon vermuten lassen, reiht sich das aktuelle Jahr in die Trockenperiode ein. Die stark schwankenden Rahmenbedingungen spiegeln sich auch in den Erträgen wider. Wie hier beim Roggen lassen sich zwischen 10 und 35 Tonnen vom Hektar holen. Später beim Mais bewegen sich die Hektarerträge sogar zwischen 15 und 50 Tonnen. Unsere Kurzfilmreihe, mit der wir in diesem Jahr die Feldarbeiten des Landwirtschaftsunternehmens Ruhr Agrar begleiten, ist noch nicht zu Ende. Teil 5 widmet sich der Getreideernte, Bodenbearbeitung und Aussaat am erst kürzlich erworbenen neuen Standort in Picher in Mecklenburg-Vorpommern. Vielen Dank für euer Interesse an diesem Kurzfilm. Wenn euch unsere Arbeit gefallen hat, dann liked dieses Video und abonniert unseren Kanal.